Hallo und willkommen zu einem neuen Abenteuer in Palia. Ich bin gespannt auf das, was jetzt kommen mag. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Den Charakter habe ich schon erstellt. Und genau, so sieht es sich aus. Ein bisschen sommerlich. Und jetzt gucken wir noch, ob wir auch Ton haben. Ja, haben wir. Sehr gut. Und hier erstellen wir uns mal. Time for you to go out into the world. I have high hopes for what you can accomplish. Es ist ja noch ein Spiel in der Beta, also es kann immer noch sein, dass es ein bisschen ruckelt hier und da, aber ich bin schon sehr gespannt. Ich habe schon mit einem anderen Charakter ein bisschen gespielt und ich bin sehr begeistert, ich bin sehr hyped. Aber das sieht richtig cool aus. Guck mal, wie süß er ist. Der Robomann. Kellerprinzessin. Haha. Da werde ich zum Leben erweckt. We have so much to learn. Oh, mein Drache. Bist du einfach aus dem Nichts aufgetaucht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin froh, hier zu sein. Wow, ich meine, ich hatte gehört, dass Menschen wie aus dem Nichts an heiligen Stätten in Palia aufgetaucht waren. Aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Literally out of nowhere zu erscheinen. Tut mir leid, mehr weiß ich auch nicht. Reden wir später darüber, wenn du dich eingelebt hast. Wir sollten langsamer gehen. Okay, wir sollten langsamer gehen. Warum nimmst du nicht diese Karte und gehst in die Stadt, wo du mit Ashura, dem Gastwirt, sprechen kannst? Er hat anderen wie dir geholfen, sich einzuleben. Ich würde dir ja selbst helfen, aber ich arbeite hier an etwas und ich bin so kurz davor, es herauszufinden. Ich war so überrumpelt, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist Yina. Ich bin eine angehende Gelehrte und erforsche diese alten Ruinen. Und das hier ist meine Forschungsassistentin, Hekla. Oh, das ist eine Frau. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne fragen. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Excuse me, Aya. Okay. I need to do some reading. Ja, verstanden, ist klar. Okay, jetzt geht's los. Ne, hier oben ist, ganz oben seht ihr, das Zeichen, wo wir hin müssen. Das kriegen wir wahrscheinlich erst noch erklärt. Alles klar, wie wir laufen müssen. Jetzt wissen wir schon, wie wir springen. Das wissen wir schon. Kriegen wir erklärt, wie wir klettern. Machen wir natürlich auch. Gar keine Frage. Können wir. Oh, da läuft schon jemand vor uns. Auf geht's in die Welt von Palia. Ich glaube, ich mache es ein bisschen leiser noch. Ich glaube, es ist sehr laut. So muss es eigentlich besser sein. Okay, das habe ich gerade schon erklärt, die Navigation. Und zwar müssen wir uns jetzt in die Stadt begeben. Wir können auch ein bisschen schneller laufen. Aber schaut euch das an, wie hübsch das hier aussieht. Ich finde es so schön.
Phew. Jetzt müssen wir Ashura finden, aber hier die Windmühlen. Hauptsache. Ich werde mich wahrscheinlich trotz des Navigationsdings tausendmal verlaufen, natürlich. Ist keine Frage. Wäre ja nicht ich, wenn es einfach wäre. Und mir fehlt ein kleines bisschen die Minimap, muss ich sagen, leider. Hier ist Zeki. Das ist, glaube ich, der... Oh, das ist ein Shop. Müssen wir gar nicht hin, wir müssen hier rüber. Der Bürgermeister ist, glaube ich, Zeki. Und wir müssen hier ins Gasthaus. Ashura. Hallöchen. Need anything? Herzlich willkommen in Kilima. Das ist ganz sicher überwältigend für dich. Ich bin Ashura, die Gastwirtin. Der Gastwirt. In Ormushorn. Leider ist im Moment kein Zimmer im Gasthaus frei. Dafür gibt es aber im Nordosten ein paar alte Grundstücke. Dort kannst du ein Zelt aufstellen. Wie wär's? Hast du Lust auf ein lauschiges Plätzchen in der freien Natur? Es gibt nichts Besseres, als unter dem Sternzelt zu schlafen. Der Nachthimmel hier ist wunderschön. Er wird dir bestimmt sehr gefallen. Okay. Wenn ich ein Zelt bauen will, muss ich erst ein paar Materialien sammeln. Okay. Ich habe hier eine Axt für dich. Aber wegen der Hacke musst du mit unserem hiesigen Bergarbeiter Hodari sprechen. Du hast Glück, denn er sieht gerade in dem... Na, was? Er sieht gerade nach den Grundstücken. Nimm einfach den Weg Richtung Nordosten den Hügel hoch. Hier, ich habe die Stelle auf deiner Karte markiert. Falls du dich verläufst, kannst du auch gerne hier zurückkommen. Okay. Alles klar. Dann gehen wir doch mal in unser neues Zuhause. Würde ich sagen. Wir müssen hier entlang, wahrscheinlich da vorne den Berg hoch. Ich will auch ein bisschen schneller rennen. Wettlaufen! Ja! Okay, sie biegt ab. Mist. Das ist auch cool, man kann mit sehr vielen Leuten zusammenspielen. Übrigens ein Free-to-Play-Spiel. Geht's jetzt hier lang? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube schon. Und ich habe auch eine Gruppe gegründet oder eine... Ja, ich weiß nicht. Heißt das Gruppe? Ja, die heißt natürlich Dunkelheim. Wer hätte es gedacht? Oh, wie süß. Oh. Und da ist Hodari. You talking to me? Es geht voran. Aber es ist noch viel Müll übrig. Oh, hi. Hodari Pavel von Pavel Mining. Was kann ich für Sie tun? Du kannst mir sagen, wie du deinen Bizeps bekommen hast? Okay. Ashura hat mich wegen einer Spitzhacke hergeschickt. Ja, richtig. Ashura hat einige von euch Neulingen zu mir geschickt. Das ist der Grund, warum ich diese Campingplätze auf ihre Unversehrtheit überprüfe. Ich will nicht, dass ihr alle im Schlamm vergraben werdet. Oh, das ist wirklich sehr nett. Dieser hier ist sogar schon bezugsfertig, wenn du ihn haben möchtest. Er braucht nur noch ein bisschen mehr Arbeit. Wie ich sehe, hast du schon eine Axt. Hier nimm auch diese Hacke. Es ist immer gut, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe zu haben. Benutzen sie beide, um diesen Schutt zu beseitigen, ja? Mininin hat Hunger bei der Arbeit, also nimm das besser auch. Meine Tochter sagt, dass ich mich gesünder ernähren muss, aber du wirst es besser gebrauchen können. Okay, alles klar. Da kommt wieder die Erklärung. Hören wir dem sprechen? Ich ruhe mich nur ein bisschen aus. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Alright. Oh ja, ich räume weiter auf. Alles klar. Okay, das heißt, wichtig ist nämlich natürlich auch immer, dass man was isst, dass man den Fokus bekommt, weil so levelt man wohl.
Genau, und jetzt hacken wir mal hier alles weg. Und unser Zelt muss ja auch irgendwo stehen, ne? So, Hacke, Hacke, Hacke. Was ist die immer hier vorne? Beseitige die Trümmer von deinem Grundstück. Ja. Ah ja, okay, wir können zurück zu Rodari. Aha. Es gibt noch so viel zu tun, aber es ist ein Anfang. Ich habe dieses seltsame Ding gefunden. Ich habe eine Menge seltsamer Dinge in den Minen gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, was das ist. Wer es findet, dem gehört's. Ist ja schließlich dein Grundstück. Ich habe noch andere Grundstücke zu inspizieren, aber es sollte jetzt genügend Platz sein, um diesen Arbeitstisch abzustellen. Ich schlage vor, du konzentrierst dich darauf, ein Dach über den Kopf und einen Platz für deine Sachen zu bekommen, bevor du dir Gedanken über glühende Röhren machst. Ciao. Okay, ciao. Okay, wir haben eine Werkbank bekommen. Jetzt ist die Frage, wo stellen wir dich hin? Ich glaube, wir machen hier nochmal frei. Ich glaube, hier wäre eigentlich guter Platz dafür. Ja. Machen wir das erstmal weg. Ich meine, wir können ja auch alles nochmal irgendwo anders hinstellen. Okay, so kann man es drehen. Man kann es auch schräg hinstellen. Oh mein Gott, man kann es wirklich schräg hinstellen. Wie cool ist das? Ich möchte sowas bitte in Animal Crossing. Das fände ich super. Okay, aber bevor wir dann gleich ein Zelt platzieren können... Achso, nee, hier wollte ich das Zelt nicht hinstellen. Wir stellen es lieber hier hinten hin. So, brauchen wir ein bisschen Holz bestimmt. Lass mal alles loswerden. Okay, also gut. Wir brauchen ein Zelt. Okay, Zelt kann platziert werden. Oh, oha, das war groß. Oh, ein Zelt. Sieht doch ganz gut aus. Sprich mit Auni. Hallo, Auni. Oh, wow. Didn't expect you. Boah, so ein Glück, du bist noch nicht weg. Meine Mutter, Delilah, hat mir erzählt, dass es einen neuen Menschen in der Stadt gibt. Und hier bist du. Ich bin den ganzen Weg von der Farm hierher gelaufen. Sie möchte dir ein Geschenk geben. Welcome to Kilima. Und ich wollte, dass du deine Post bekommst. Ich bin Auni und ich kümmere mich um alle Lieferungen hier. Zweimal am Tag, jeden Tag, ob Regen oder Sonnenschein, um 6 Uhr morgens und um 6 Uhr abends. Eins ist sicher, meine Arbeit wird gleich viel interessanter werden. Magst du Post? Du siehst aus wie jemand, der gerne Post bekommt. Ja, ich liebe es.
Sehr gut. Dann wirst du hier mit dem zufrieden sein, was ich für dich habe. Los, schau nach. Es ist deine allererste Postsendung. Deine allererste. I gotta run. Mom's calling. Okay, wir haben Post. Haha. Okay, einer. Sei gegrüßt. Okay, er schickt uns eine Angel, dass wir fischen können. Alles klar, super. Das ist sehr nett. Das Rathaus verlangt, dass ich diese Briefe an neue Einwohner schicke. Okay, cool, wir bekommen auch ein Pfeil und die Anleitung dafür. Ich bin beschäftigt. Okay, cool. Na, wie lebst du dich ein? Dieses Grundstück ist ja riesig. Angeblich kann man ziemlich vieles Zeug in der Erde finden. Mein Papa hat letzte Woche eine alte Kupferpfeilspitze in unserem Garten gefunden. Ich finde aber nichts außer Steine. Ja, ich habe ein seltsames Artefakt gefunden. Wow, was kann es? Keine Ahnung. Ich wette, Jina könnte etwas wissen. Sie treibt sich in den Ruinen herum. Frag sie, ob sie sowas schon einmal gesehen hat. Oh ja, das hätte ich in der Aufregung ja ganz vergessen. Ich habe auch noch ein Geschenk für dich. Ein offizieller Gürtel der Bug Scouts und auch ein Satz Rauchbomben. Ich bin Mitglied in Kilimas bestem und einzigartigem Käferfangverein. Jetzt muss ich aber wieder. Wenn du nachher vorbeikommst, verrate ich dir, wie du sie einsetzt. Aber ich wette, du bist jetzt hungrig. Du solltest mit meinem Vater Bato sprechen, um zu lernen, wie man Essen anbaut. Und Reed, der im Gasthaus arbeitet, kann dir beibringen, wie man es kocht. Okay. Weißt du, alle warten darauf, dich zu treffen. Komm schon, wir machen ein Rennen. Ja, nee, ich muss hier noch was machen. Oh nee, es tut mir leid. Du musst noch ein bisschen warten. Genau, ich brauche nämlich noch ein bisschen Holz. Es ist aufregend hier. Wir müssen nämlich noch eine Aufbewahrungskiste bauen. Sehe ich hier gerade. Ich hoffe, wir können später auch richtig die Bäume platzieren. Das wäre schon cool. Wenn man hier ein bisschen mit so Bäumen dekorieren könnte auch. Das ist nicht ganz so trostlos vielleicht. Okay. Also gut. Dann können wir jetzt eine Aufbewahrungstruhe herstellen. Und die können wir dann eigentlich hier platzieren erstmal. Quest abgeschlossen. Und da können wir schon unseren... Achso, das uralte Ding... Das lasse ich mal lieber noch im Inventar. Ah, Milch haben wir bekommen. Okay, Pfeile haben wir jetzt. Milch können wir dann auch gleich noch essen. Okay. Sehr gut. Also erstmal bin ich ganz zufrieden. Jetzt sollen wir gehen. Quests. Genau, hier sagt, dass wir sollen gehen. Ach ja, genau. Hier könnt ihr eure Belohnung abholen. Wenn ihr im Discord, oder ich tue den eigentlich hier nochmal in die Infobox. Wenn ihr nämlich über den Link euch anmeldet, bekommt ihr einen Obstkorb. Und der ist immer hier in den Neuigkeiten. Die könnt ihr euch dann hier abholen. Nochmal abholen. Genau. Und dann haben wir jetzt hier... einen Obstkorb bekommen. Moment, wo stellen wir denn den hin? Jetzt haben wir ja natürlich noch nichts. Wir den draufstellen können. Da vielleicht die kleine Windmühle hin? Naja gut, und dann stellen wir den Obstkorb einfach daneben. Wir dann vielleicht auf den Tisch stellen. Genau, aber ich wollte auf die Quests gucken. Ah ja, die haben wir abgeschlossen. Genau, wir müssen jetzt... Willkommen bei Palia. Losgehen. Aber das war's dann auch mit diesem
Video und dann sehen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!